Was, schon wieder ein Tempel von Nott? Wie viele wollt ihr denn noch bauen? Ich meine, habt ihr noch nicht genügend? Och Gott, jetzt kommen sie da angeschissen. Ja, das kann ja heiter werden. Okay, ne. Eine Dragoner Staffel. Kann ich die mit dem Phasenfeld gerade mal aufhalten? Scheiße, ich habe kein Geld mehr, um einen Stützpunkt zu bauen. Aber ich könnte den Kampfdruck verbessern. Für 2000. Ja, komm, machen wir. Oder machen wir einfach. Dann werde ich hier oben mal Einheiten bauen, weil da ist nicht allzu viel los momentan. Slayer-Schar, Executioner-Schar. Wir können uns auch nicht viel leisten. Das ist momentan das Problem. Es ist so, zur Stützpunktverteidigung ist das hier, glaube ich, nicht verkehrt, aber... Oder, weißt du, lassen wir es bleiben, wir heben uns das Geld für die nächste Runde auf. Kann ich hier irgendwo noch irgendwas aufrüsten? Energieversorgung könnten wir machen. Oh, Stützpunktverteidigung. Okay. Ionenkanone aktiviert. Okay, das ist gut. Die GDI konzentriert sich nur auf die Bruderschaft von Nott und nicht auf uns. Das heißt, wir haben Ruhe. Und die Bruderschaft von Nott konzentriert sich auf die GDI. Das ist ja fast schon zu klischee-mäßig. Geld bitte. So. Die Frage ist, was machen wir mit den Jungs? Wenn ich nämlich hier jetzt sag, Stützpunkte richten, wird das niemals gut gehen. Nein, nicht angreifen. Was mache ich denn? Was haben wir denn da? Killians Armee. Oha. Ach, zweimal Killians Armee. Na klar. Okay, pass auf. Dann produzieren wir hier oben. Landungsflotte. So eine... Ja, doch, ich mag die Landungsflotte. Die war cool. Setzen wir einmal hier so ab. Dann können wir eh nichts mehr machen. Super. Ist echt super. Ich glaube, wir müssten auch mehr Städte unter unsere Kontrolle bringen, weil die würden wir so richtig schön auslaugen, wenn du verstehst. So, was haben wir denn da? Soll ich das mal... Ich mach das mal automatisch gerade, oder? Taktische KI aktiviert. Taktische KI besiegt. Ja, klar, würden wir auf jeden Fall verlieren. Okay. Stufe 3 Einheit gegen Stufe 2 und wir verlieren. So. Das mache ich jetzt in Echtzeit. Weißt du warum? Okay, du bitte einmal Stützpunkt etablieren. Nein, Stützpunkt etablieren. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. So. Ihr Platoon 1. Du Platoon 2. Sind die aufgelevelt? Ne, irgendwie nicht, aber der hat Erfahrungspunkte. Wo auch immer die herkommen. Wahrscheinlich vom letzten Kampf. Könnte ich mir vorstellen. Oh, da haben wir so ein EMP-Ding. Wird gebaut. Bevor die Herrschaften von der Killian sich das Teil holen, werde ich sofort zerstören. Bauarbeiten laufen. Ja, ja. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Feindliche Einheiten gesichtet. Naja, da kommt dann nämlich schon angeschissen. Bau abgeschlossen. Sehr schön. Wir haben ihn erwischt. So, wo wollte der hinlaufen? Hier gibt es irgendwo, glaube ich, so ein Tiberium-Silo oder... Neue Bauoptionen. Tiberium-Türme, ich habe keine Ahnung. Neue Bauoptionen. Okay. Wird gebaut. Wird gebaut. Ach du Schande. Bau abgeschlossen. Alter. Einheit wird angegriffen. Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Bau abgeschlossen. Aber wir haben sowieso die ganze Flugabwehr gerade mal ausgeschaltet. So, einmal eine Waffenfabrik und einen Sammler, bitte, danke. So, wird der eigentlich repariert? Durch den Ionensturm? Nein, wird er nicht. Das heißt, wir werden ihn so oder so verlieren. Das sind ja ganz tolle Aussichten, was wir da haben. So, wo hat der seinen Stützpunkt? Hier oben irgendwo, ne? Fliegen wir einfach direkt hin, würde ich sagen. Feindliche Einheiten gesichtet. Boah, Alter! Das war schon dezent übertrieben gerade. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. So, erstmal die Kaserne weg, die Infanterie weg. Und die Energie weg.
Waffenfabrik, weg damit. Braucht keiner. Die Raffinerien, die braucht doch keiner. So, dann räumen wir hier mal auf, bevor der Gegner sich großartig etablieren kann. So. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, den Sammler, das wird ein bisschen dauern, bis wir den haben, weil irgendwie machen die kaum Schaden dagegen. Oh. Jawoll, 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 jawoll. So macht man das. So, und jetzt können wir nur noch die restlichen Sammler plätten, oder wie? Das ist ja ganz famos. Ach, da haben sie es. Guck mal. Haben wir Kampfeinheiten hier unten? Nein? Okay, pass auf. Wird ausgebildet. Mach mal das einfach so. So, das Kraftwerk ist weg. Der letzte Sammler ist weg. Und jetzt holen wir uns die Jungs da oben. So, einmal einfach mitten rein. Irgendwas werden wir schon treffen. Sehr schön. Und da oben ist das letzte Gebäude. Ja gut, nicht ganz das letzte, aber wie ist es schon, ne? Einheit befördert. Oh, nett. Wer hat eine Beförderung? Du hast eine Beförderung. Ich frage mich, ob er sich das merkt. Theoretisch ja, oder? So. Warum das Spiel jetzt nicht ändert, wundert mich, weil ganz ehrlich, was will er denn mit dem Tiberium-Turm machen? Außer Geld verdienen. Okay. Haben wir irgendwo irgendwen oder irgendwas übersehen? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass hier irgendwo noch so ein dämlicher Ingenieur rumläuft. Die sind nämlich unsichtbar, diese Deppen. Und wir sehen ihn gerade nicht. Wird gebaut. Ist ja nett. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. So. Dann baue ich dabei einfach den Stützpunkt weiter auf. Bau abgeschlossen. Das ist übrigens auch etwas, was ich nicht ganz verstehe. Wenn wir zum Beispiel einen Rig platzieren, ja, dann ist es am Ende der Mission vom Kampftrupp her eigentlich ja verloren. Also es steht nicht mehr in der Liste. Wenn wir aber einen Bauhof oder eine Drohnenplattform platzieren, dann ist die hinterher wieder verfügbar. Obwohl beide Gebäude-Einheiten ja mobil machen können, wie es so schön heißt. Verstehe ich nicht. Okay, was bauen wir denn? Ein Technologie-Assembler und dann vielleicht den Gravitationsstabilisator. So, bei einer halben Minute ist sowieso die Tarnung weg. Ich schicke mal die Jungs heim. Dann können wir sie vielleicht reparieren. Die freuen sich bestimmt. Ich übersehe gerade hundertprozentig irgendwo irgendwas. Wenn ich hier mal einen Turm platziere, der kann ja, glaube ich, getarnte Einheiten aufdecken, oder? Ne, kann er nicht. Okay. Das war völlig für den Arsch. Herzlichen Glückwunsch. Ach, da ist er. Bau abgeschlossen. Ey, ihr fliegt mal da zum Reparieren. Ach, da oben ist der nächste. Den habe ich total übersehen. Neue Bauoptionen. Aber irgendwie macht ja der jede Menge Schaden, ne? Boah, guck dir das an. Geil. Okay, das war's. Ich muss mich gerade mal anders hinsetzen. Ich weiß, da knackt der Stuhl jedes Mal. Das ist furchtbar. Und ich hoffe, ich brülle nicht zu sehr ins Mikrofon, weil obwohl ich meine Kopfhörer wirklich aufs Minimum runtergedreht habe, höre ich fast nichts. So, da haben wir gleich den nächsten Kampf. Oh, ganz ehrlich. Taktische KI aktiviert. Taktische KI Sieg. Das Drohnenschiff verloren. Alles klar. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Wir können ja hier oben gar keinen Stützpunkt bauen, weil wir kein Geld verdienen. Alter, was ist denn hier verkehrt? Alien-Landungsschiff, das würde uns auch nicht viel bringen. Okay, pass auf. Dann kaufen wir uns hier gegen die Jungs. Nee, komm, dann kaufen wir uns hier jetzt nochmal einen Brückenkopf. Dann hätten wir nämlich schon 5 Stück. Dann haben wir es fast geschafft.
Ich weiß, die werden jetzt angreifen. Wobei, nee, dann wird, glaube ich, die Bauaktion rückgängig gemacht, aber das Geld bekommen wir nicht wieder, ne? Ah, nee, doch. Ist platziert, die attackieren nicht. Aber die GDI versucht sich hier zu etablieren, das ist ja süß. Okay, ihr Jungs, bitte einmal irgendwo irgendwie einen Stützpunkt errichten, sodass es wirklich was bringt. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir sitzen genau in einer derart beschissenen Stelle. Initialisiere Stützpunkterrichtung. Kaum Geld bei rauskommt. Ach, siehst du, jetzt sitzt die GDI da oben. Um Gottes Willen, guckt euch das mal an, was hier los ist. Deutsche Grenze im Brennpunkt. So. 7500 Stützpunktaufrüstung. Könnt ihr ihn reparieren? Natürlich nicht. Es kostet mal wieder zu viel. Wäre ja auch nicht zu viel erwartet. Aber die Jungs könnt ihr aufrüsten. Kommt mir gerade so. Das mach ich mal. Ionenkanone aktiviert. Alter, was hier los ist. Ach nö, geht jetzt der Bug wieder los, wo er hier runterzoomt. Nein, was? Die Nord greift an. Was wollen sie? Oh. Das mache ich in Echtzeit. Das mache ich in Echtzeit. Das muss nicht sein. Wir rufen instant das Mutterschiff. Mutterschiff bereit. Brav. Wird ausgebildet. Wow, nein. Abgebrochen. Zwei. Wird ausgebildet. Okay. Warum steht hier unten eine Sturmsäule ganz einsam und allein? Ich kapier's nicht. Nein, ich kapier's überhaupt nicht. Das Mutterschiff ist da, das schicke ich direkt zum Stützpunkt runter, dass wir den plätten können. Wie viele Sammler haben wir eigentlich in einem Satz? Eins, zwei? Zwei. Zwei Sammler. Zwei Raffinerien, ja, und zwei Sammler. Ich komme mal noch schnell. Einen dritten Sammler. Ach, ist das schön. Okay. Ich bin sehr gespannt, wo sie angreifen. Es wird ein hundsgemeiner Angriffstrupp, das wissen wir ja. So, komm. Die sind fertig, die zwei. Das Mutterschiff ist unterwegs. Das kriegt mal das Platoon 8. Wird sie wahrscheinlich nicht brauchen, aber naja. Wird gebaut. Bau ja, aber nee, komm. Abgebrochen. Wird gebaut. Ich habe halt keine Ahnung, von wo sie angreifen werden. Und wenn man bedenkt, dass hier alles offen ist, dann laufen sie wahrscheinlich dahin. Woher auch immer der Computer das schon weiß, weil er hat ja keine Aufklärung und nichts betrieben, aber... Okay, ich dachte, hier wird gerade irgendwo geschossen. Das hätte mich jetzt verwirrt. Wo ist der Stützpunkt? Der sollte eigentlich hier stehen. Ah, nee, der ist da unten, genau. Ja, genau, da war ja was. Kann ich eigentlich einen Mech-Walker? Oh, nett. Klar, warum nicht? Und noch ein planetares Trägerschiff. Joa. So, er ist jetzt hier. Wobei, den lasse ich mal im Stützpunkt zur Verteidigung. Wird ausgebildet. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Okay, da ist es. Ihr könnt dann schon mal das Feuer eröffnen. Feindliche Einheiten gesichtet. Wo? Da kommen sie. Okay, die Flugabwehr zuerst, wenn sie Flugabwehr haben. Die Artillerie muss weg. Oh, warte mal. Das war ein Schmarrn. Ich habe gerade die falsche Einheit befehligt. Mutterschiff. Attacke. So, hauen wir da erst einmal den Bauhof weg. Und den Kran. So, das wäre der. Okay, das Mutterschiff feuert. Ich könnte es mir eigentlich angucken, oder? Einheit verloren. Wie Einheit verloren? Was? Hä? Seit wann trifft es unsere eigenen Einheiten? Was ist denn hier verkehrt?
Oh, Entschuldigung, da bin ich gerade ans Mikrofon geknallt. Das war so nicht gedacht. Wieso habe ich gerade unsere eigenen Einheiten damit in die Luft gesprengt? Das ist ja was ganz was Neues, dass das geht. Oh, 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 okay, das war nicht gut. Das war nicht so gut. Ziel wählen. Wo wollt ihr hin? Wird ausgebildet. Wo wollt ihr kleinen Saftsäcke hin? So, pass mal auf, den Mechwalker, den können wir ein bisschen aufrüsten. Mit dem Splittersegment stärken Infanterie, Toxinsegment stärken Fahrzeuge, Diskwerfersegment stärken Flugeinheiten und hier Disintegratorsegment stärken Fahrzeuge. Machen wir den einmal so und so. Ein bisschen was Toxinisches und das da Flugabwehr brauchen wir ja theoretisch nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Segmente der haben kann. Jetzt ist er auf jeden Fall voll. Ich schicke den mal hier runter. Ziel wählen. Guck mal, das wird gemein. Schön, ne? Jetzt hat er nur noch seine komischen Avatare. Was macht er denn? Die ganze Zeit am Laden und feuert nicht? Dann schicke ich die mal zurück. So, da ist er auch schon, unser Mechwalker. Der ein bisschen verbuggt aussieht, aber okay. Wundert mich, dass das ein Mechwalker sein soll, weil die Skrin, die verwenden ja überwiegend biologisches Waffenarsenal. Okay, der ist nicht sonderlich stark, wie es scheint. So, dann schicken wir mal die Jungs damit runter. Gegen die kann er sich nämlich nicht wehren. Haben wir eigentlich ein Forschungszentrum? Wir haben doch bestimmt... Wo ist denn das? Da ist es. Kristallwerfer, Energiefeldgeneratoren. Kann ich nicht irgendwo meine Raumschiffe verbessern? War das nicht so? Da gab es doch Möglichkeiten. Abgeschwächte Energiefelder. Lalalala. Hm, komisch. So. Dann räumen wir die hier auch noch auf. Sehr nice. Wir brauchen definitiv mehr von den Trägerschiffen. Die machen so unfassbar viel Schaden. Das ist krass. So, haben wir geschafft. Mit Automatik wäre wahrscheinlich der Stützpunkt pulverisiert worden von uns. Okay. Runde 22. Wir haben wieder 8000 Cholera. Das heißt, ich kann hier oben den Stützpunkt aufrüsten. Ich kann dann eigentlich schon nichts mehr machen. Ich kann die Jungs hier aufleveln. Huch. Nein, nein. Das hier. So. Okay. Könnt ihr irgendwas machen? Die muss ich... Ah, scheiße. Die muss ich noch reparieren. Aber die haben wenigstens sämtliche Verbesserungen. Okay, pass auf. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich speichere hier ab. Ich nenne das Ganze mal Skrin. Invasion. So. Spiel gespeichert. Vielen Dank. Okay, dann mache ich an der Stelle eine kurze Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich könnte eigentlich noch schnell in die nächste Phase hüpfen, aber naja. So, pass auf, Brückenköpfe fertiggestellt, 5 von 9. Es fehlen nicht mehr viele. 4 Basen müssen wir noch etablieren, komplett aufrüsten und dann die Brückenköpfe hinsetzen. Ob wir das schaffen, ich weiß es nicht. Aber momentan führen wir, so schaut's mal aus, momentan führen wir. Egal, ich verabschiede mich erstmal von euch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss!